Ab dem 1. Juli diesen Jahres wird Rostocks Wasserwirtschaft wieder in kommunaler Hand sein. Die Nordwasser GmbH wird die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung vom privaten Betreiber Eurawasser übernehmen. Auf einer Pressekonferenz zeigte sich die Nordwasser-Geschäftsführung zuversichtlich, dass die letzten Hürden gemeistert werden und auch die Personalübernahme gelingen wird. Etwa zwei Drittel der rund 400 Eurawasser-Mitarbeiter müssten zu Nordwasser wechseln. Über 200 haben bereits ihre Stammdaten übermittelt. Wir werden im weiteren Verlauf Ende April oder im Mai die Mitarbeiter mit einem Informationsschreiben anschreiben. In Deutschland ist ganz klar geregelt, wie der Betriebsübergang stattzufinden hat, nach 613a BGB. Und es wird ein ausführliches Schreiben an die Mitarbeiter geben, sodass jetzt alles entsprechend geregelt ist, dass die Mitarbeiter auch die entsprechenden Sicherheiten haben. Wir haben bis 2024 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Die Mitarbeiter bekommen mit der Nordwasser einen verlässlichen kommunalen Arbeitgeber. Alle Eurawasser-Mitarbeiter, die es wünschen, werden zu den bisherigen Konditionen übernommen, hieß es. Im April sollen Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Verdi stattfinden, nachdem es mit der für Eurawasser zuständigen Industriegewerkschaft IGBCE zu keinen Gesprächen kam. Wir hätten uns schon gewünscht, auch schon im letzten Jahr einen Tarifabschluss mit der heutigen Eurawasser-Gewerkschaft IGBCE abzuschließen. Und zwar genau das, was heute dort vorhanden ist, einen Tarifvertrag, Manteltarifvertrag und alle Betriebsvereinbarungen zu übernehmen. Wir haben es nicht hinbekommen, mit IGBCE Verhandlungen zu führen. Die IGBCE hat das immer abgelehnt. Irgendwann muss man handeln, weil wir brauchen einen Tarifvertrag. Und für uns war es wichtig, dass die Arbeitnehmer, wenn sie am 1.7. zu uns kommen, ihre gewohnten tariflichen Bedingungen, Vergütung, Mantel, alles das auch vorfinden werden. Und das werden wir dann mit der Gewerkschaft Verdi, die auch zuständig ist mittlerweile, dann noch umsetzen. Und das schaffen wir. Für die Gesellschafter, den Warnow Wasser- und Abwasserverband, kurz WWAV, und die Rostocker Versorgungs- und Verkehrsholding, RVV, gibt es keinen Zweifel, dass die versprochene Gebührensenkung für die Verbraucher kommen wird. Vor allem die Nutzung von Synergieeffekten im RVV-Verbund bringe enorme Vorteile. Wir können einfach an Baumaßnahmen ganz anders rangehen, weil wir eben mit den Stadtwerken, mit der Straßenbahn AG auch zusammen dort koordiniert arbeiten können. Wir können natürlich aber auch Synergien im Einkaufsbereich, in der IT, in der Kundenansprache dort gewährleisten, weil wir einfach ähnliche Geschäfte schon haben. Wir haben Kundenbeziehungen zu den Stadtwerkekunden, zu der Straßenbahn AG und das werden wir natürlich mit auf den Weg bringen und sind euch jetzt schon dabei. Die Kunden im Einzugsbereich des WWAV werden zurzeit mit einem Begrüßungsschreiben über alle Änderungen, zum Beispiel neue Bankverbindungen, informiert. Ein modernes Kundenportal ist bereits freigeschaltet worden. Außerdem können im Haus der Stadtwerke Nordwasserkundenbetreuer persönlich gesprochen werden. Die vorhandenen Trinkwasser-Fähr- und Abwasserentsorgungsanlagen werden übernommen. Derzeit läuft die Beschaffung von Serviceleistungen wie Klärschlammentsorgungsanlagen, Laboruntersuchungen und IT-Lösungen. Ich denke, auf der technischen Seite ist es natürlich, dass wir die Technik, die jetzt noch zu beschaffen ist, beschaffen. Das heißt also, dass wir in den nächsten 14 Tagen, drei Wochen weitere Kfz ordern werden, bestellen werden. Ein zweites wichtiges Thema ist die IT-Technik. Aktuell ist ein großer Teil beschafft. Wir fahren aktuell die Server hoch, schauen, ob die Software miteinander kommuniziert, dass das alles funktioniert, sodass unsere künftigen Mitarbeiter zum 1.7. diesen Jahres dann auch voll ausgerüstet sind, was IT-Technik angeht, was Kfz angeht. Wir haben bereits Büro- und Geschäftsausstattung, Werkzeuge geordert. Der kommunale Dienstleister Nordwasser wurde bereits vor 3 Jahren im Frühjahr 2015 gegründet. Vorausgegangen war ein Beschluss der Rostocker Bürgerschaft im Jahr 2014 zur Rekommunalisierung der Wasserwirtschaft.